Herzlich willkommen bei der Lehrveranstaltung Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Mein Name ist Martin Teufel. Ich bin Schwester Angela Schlager. Das Ziel dieser Lehrveranstaltung sind digital kompetente Pädagoginnen und Pädagogen. Für die digitale Bildung wurden Kompetenzmodelle entwickelt für die Primarstufe DigiComp 4, für die Sekundarstufe 1 DigiComp 8, für die Sekundarstufe 2 DigiComp 12 und für Pädagoginnen und Pädagogen DigiComp B. Das Kompetenzmodell DigiComp B bildet eben die Kompetenzen ab, die Sie vor dem Studium, während dem Studium und am Beginn Ihrer Berufslaufbahn erwerben. Das heißt, vor dem Studium eben, das bringen Sie an die Hochschule mit. Der Bereich 1 eben erwerben Sie an den Universitäten und an den Hochschulen. Und der Bereich 2 eben erwerben Sie dann in Ihren ersten Dienstjahren an den Schulen im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer. Wir haben jetzt da eben ein paar Beispiele rausgesucht, exemplarische Beispiele, mit denen wir einfach erklären wollen, wie man digitale Kompetenzen in verschiedensten Unterrichtsbereichen unterrichten kann. Aus dem Bereich DigiComp 4 hast du ein Lego-Rennauto mitgebracht? Jawohl, das ist ein Rennauto, sieht sehr futuristisch aus, besteht eben aus Lego-Bauteilen, hat unter anderem eine Batterie drauf, einen Sensor auf der Vorderseite und wichtig, nachdem es ein Rennauto ist, einen Motor auf der Rückseite. Das heißt, das ist ein Rennauto, das man natürlich analog betreiben kann, macht nicht sehr viel Spaß, aber eben Spaß macht sich das Ganze jetzt erst, wenn man das Ganze natürlich dann irgendwie programmieren kann. Und zum Programmieren verwende ich in dem Fall ein Tablet. Mein Tablet da vor mir. Ich habe da jetzt ein Programm vorbereitet, mit dem man eben dieses Auto eben zum Leben erwecken kann. Das heißt, dann gibt gewisse Programmschritte, die abzuarbeiten sind. Und dass man das Ganze jetzt sieht, das Ergebnis, muss ich einmal quasi einschalten. Ist jetzt da aktiv, das Gerät. Eine Verbindung muss ich herstellen zwischen den Geräten und kann das Programm dann bereits einmal starten. Das Programm funktioniert jetzt so, dass jetzt eben im Moment wartet das Gerät auf eine Startaktion, die wird jetzt mit meiner Hand erledigt. Das heißt, jetzt fährt das Auto so lang, bis es ein Hindernis hat, also bis der Bewegungssensor ein zweites Mal betätigt wird. Das wäre jetzt auch halt meine Hand und er hat das jetzt für diese Schritte, für diese Strecke von ein paar Zentimetern 30 Einheiten gebraucht. Für ein Rennauto war das jetzt sehr langsam. Das war natürlich sehr langsam jetzt für ein Rennauto. Man kann natürlich jetzt versuchen, das Ganze zu tunen. Da gibt es drinnen einen Block, eben, mit dem man eben die Motorgeschwindigkeit definieren kann. Ich stelle jetzt die Stufe von 2 auf 9, das heißt, ich muss das ein bisschen auseinanderzogen, damit man das sieht, um welchen Block sich das da handelt. Das heißt, wenn ich das jetzt so mache, das Ganze beginnt jetzt nur mal zu starten und das Ganze funktioniert jetzt schon etwas schneller, das heißt, das Rennauto ist schon ein mittelschnelles Rennauto. Das Ganze könnte man natürlich jetzt noch ein bisschen versuchen zu optimieren, weil da müssen wir jetzt dann wieder aus der digitalen Welt rausgehen, in die analoge Welt, weil wenn ich mir das Rennauto da ansehe, ich zeige das jetzt kurz jetzt daher, mit einer anderen Applikation. In dem Fall verwende ich die Kamera von dem iPad, um einfach das Ganze in groß einmal darzustellen. Damit können Sie sehen, wie das Rennauto aussieht. Kann man natürlich auch in der Klasse dazu verwenden, um das Rennauto so auf den Beamer zu bringen. Und man sieht auf der Hinterseite, da ist Übersetzung drinnen, eben ein großes Zahnrad oder ein Rad und ein kleines Rad. Und da kann man bei der Übersetzung jetzt variieren, um jetzt einfach eine Übersetzung in schneller zu haben. Damit wird das Auto dann dementsprechend schneller werden und das Ganze könnte dann wirklich als Rennauto stattfinden. Ja, für die Sekundarstufe 1 gibt es jetzt auch ein DigiComp-Modell, das DigiComp-Modell 8. Mit Beginn dieses Schuljahres wurde die digitale Grundbildung als verbindliche Übung verpflichtend eingeführt. Du warst dabei bei der Entwicklung eines Schulbuchs für diese digitale Grundbildung. Ja, genau, da hat es eben gegeben, dass ein Buch, ein OER-Buch, Computational Thinking mit dem PVC Microbit, man sieht es halt gerade in der Kamera, ist eben ein Schulbuch, wie man eben den PVC Microbit im Unterricht, in verschiedensten Unterrichtsgegenständen und Stufen einsetzen kann. Ist eben PVC Microbit ist ein Platinencomputer, ganz ein recht einfacher, hat aber sehr viele Möglichkeiten, unter anderem eben hat es Sensoren drauf, aber auch eben auch wichtig ist, auf der Vorderseite hat es ein Display. Und wir haben da jetzt ein kleines Programm vorbereitet, das einen Zweck erfüllt, das ist ein Beispiel aus dem Buch, eben Stadtlandfluss. Stadtlandfluss, glaube ich, kennen wir alle. Einer sagt A, andere sagt Stopp und dann kommt
ein Buchstabe raus. Genau, das, diesen Prozess, diesen Zufall, das Computer können meistens sehr gut Zufall erzeugen. Wenn ich jetzt eine zufällige Zahl, wirklich eine zufällige Zahl haben möchte, in dem Fall ist das so programmiert, ich drücke da drauf und bekomme eine Zufallszahl, in dem Fall ist es das L. Das heißt, in dem Fall recht wirklich zufällig, da kann keiner manipulieren. Und mit dem L könnte ich dann Stadt, Land, Fluss spielen. Habe da jetzt da wiederum ein Stadt, Land, Fluss-Spiel vorbereitet. Muss ich nur in die richtige Anwendung rein da. Um zu zeigen, dass man das, man kann das nicht in Papierform machen, das Stadt-Land-Fluss spielen, aber ich kann natürlich auch in digitaler Form spielen und ich verwende jetzt wiederum einen Stift und ein Tablet, das im Stifteingabe erlaubt und starte eben da jetzt dann noch einmal jetzt, einen Zufallszahl, Zufallsbuchstaben. In dem Fall ist das Buchstabe A, das, man kann das eben dann ganz digital analog machen. Hoppala. Die Stadt wäre vielleicht Augsburg, das Land wäre Äthiopien. Und so könnte man das Ganze dann dementsprechend fortführen und so das Stadt-Land-Fluss digital durchführen. Und die digitale Grundbildung soll ja in unterschiedlichen Fächern auch durchgeführt werden. Du hast noch ein anderes ganz tolles Beispiel mitgebracht. Ein weiteres Beispiel ist eben, virtuelle Realitäten in den Unterricht zu bringen. Man, das ist immer stärker im Kommen. Ich habe da das Beispiel im Einsatz, so einen Merge Cube. Das ist ein Würfel, der hat gewisse Symbole drauf, ähnlich einem QR-Code. Und wenn ich den Würfel jetzt im Raum drehe, kann ich in Verbindung mit einem Tablet einfach dreidimensionale Gegenstände am Tablet darstellen. Dazu muss ich nur kleine Umbaumaßnahmen machen, da, dass das ein bisschen besser sichtbar wird. Ich habe da jetzt da eine Applikation vorbereitet, die mir das Sonnensystem zeigt. Man sieht eben die Sonne ganz in der Mitte und außen rundherum die Planeten in einem ein bisschen anderen Maßstab, wie sie in echt sind, aber eben für das Modell ist das durchaus gut. Und ich kann natürlich jetzt das Ganze, jetzt das System drehen und mir das von anderen Seiten anschauen. Ich kann, das Ganze geht im Live da, je nachdem, wie ich den Würfel betätige. Und wenn ich jetzt da auf die Erde reintippe, sehe ich eben die Erde vor mir und ich sehe eben die Erde mit dem Mond auf der einen Seite und derzeit auf der Rückseite etwas vergrößert die ISS. Also in dem Fall Geografie kann man das relativ leicht darstellen, wie sieht das Sonnensystem aus. Das gäbe es auch noch in vielen anderen Varianten zum Zeigen. Eine zeige ich noch kurz her. Eben das ist die Variante, die ich da jetzt da habe. In dem Fall jetzt der menschliche Kopf, der da jetzt da vor mir ist, den ich da näher begutachten kann, eben mit den ganzen Bezeichnungen der diversen Knochen und kann so eben den Kopf den Kindern näher bringen mit virtuellen Realitäten für den Unterricht. Das waren jetzt einige praktische Beispiele aus der digitalen Grundbildung. Viel Spaß und Erfolg beim Durchführen dieser Beispiele. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Alles Gute.